Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder bei einer weiteren Folge vom Buchstaben-Battle. Yay! Buchstaben! Und eigentlich ist Christian diesmal wieder mit dabei, aber... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Was? Aber Christian hält sich leider nicht an Aufnahmetermin und spielt lieber Age of Empires. Deswegen... Und antwortet mir nicht auf Discord. Ganz fieser Kerl, der. Christian, wenn du das siehst, böse. Ganz böse. Deswegen kriegt er jetzt einfach so Buchstaben ausgelöst, wie wir ihm dann geben. Und der kriegt jetzt auch... ich hoffe, er kriegt ganz schlimme. Dafür kriegt er auch den letzten Buchstaben. Oh, scheiße. Oh, okay. Mhm. War es nicht normal, dass immer irgendwie ich der letztes bekommen hat? Diesmal kriegst du deinen ersten, Nico. Yeah, boy. Und du kriegst das, wie Mama Mia. Marmeladen. Matsche. Das ist auch sehr gut. Okay. Dann hast du ziemlich viel Auswahl tatsächlich. Ja. Und das bekommst du als Schatz. Hui. Ein Buchstäbelchen. Gib mir einen Buchstaben. Oh, so kurz vorm B war es. Es war so kurz vorm B. Also das ist A. C. Nee, das C hat C. Das C. Also wirklich ganz knapp. Hatte ich noch nie das C? Scheinbar. Hey, ich kann Cyber-Engel spielen. Yes. Würde ich doch nie tun. Ritual-Deck mit nur 20 Karten. Ah, schwierig. Ja, aber gut. Ich hab ja die Mantra-Wichtel dazu. Miefke, wir tun uns zusammen. Oh, das wäre cool. Das ist wahr. Da wäre ein gutes Team. Bin ich dran, mein Buchstabe. Was kriege ich denn Schönes? Ich bekomme das D, wie dunkel. Hm, das bekomme ich auch ganz coole Karten. D wie DDD zum Beispiel. Das werde ich, glaube ich, nicht nehmen. D.D. Das gibt's auch. Oder dunkler Skorpion. Schatz, du könntest auch das C-Deck nehmen. Also das gibt's dann wirklich mit diesem leuchtend schwarzen C und Kontakt-C und wie die alle heißen. Das sind doch eigentlich alles Handtraps, oder? Ja, aber es gibt genug. Wow. Okay. Dann bekommt jetzt Christian seinen Buchstaben. Mhm. Mann, Christian, der kann sich jetzt richtig freuen. Ja, Christian, freu dich mal. Er bekommt das A. Das A. Oh Mann, das A, wie toll! Ja, genau, Christian. Oh, toll. Okay, Nico, du bist dran. Yes. Dein Buchstabe, dein zweiter. Ah, jetzt kriegst du das B, okay. Ah. Oh. Ich krieg das B. Ja, MB, endlich. My bad. Endlich. Endlich. Wieso? Was willst du da spielen? Sag's uns nicht. Natürlich. Okay, Wiebke, dein zweiter Buchstabe. Ja, es wird nicht das B. Das ist korrekt. Dafür bekommst du das W wie Wiebke. Ah. Okay. Warum nicht, ne? Ja. Mein zweiter Buchstabe ist... das H. Hatte ich schon mal. Hm. DH. Hm. Da habe ich auch ganz gute Auswahl. Du hast ein R. Könntest du heroisch nehmen, Hai, Herr der Zeit oder Herold. Ah, ja, okay, gut. Das ist so semi. Du hättest auch noch eine Wahl, aber die würde ich dir untersagen. Oh, Christian verdient S. Das ist gemein. Er kriegt aber das S. Okay, dann ich schreibe ihm das. So viel Auswahl. Okay, dann sehen wir uns gleich bei, wer in welchem Team ist. Ui! Bis gleich. So, wer ist in welchem Team? Seid ihr ready? Ja! Nein. Wiebke, wir machen. Können wir noch 5 Minuten warten? Richtig. Nein. Nein. Christian ist das erste Teammitglied. Und das zweite ist... ich! Hurra! Okay, Wiebke. Dann bis gleich. Okay, Nico. Ich muss anfangen. Ja, es ist völlig egal, was wir gemacht haben. Oh, ich hab's sehr gut. Sowieso, es interessiert ihn gar nicht. Zeig's ihm, Christian! Bring sie um! Christian, ich hab nichts in der Hand. Nein! Ja. Show me your deck. Warum kann ich die... also, kann ich genommen werden? Okay. Jawohl! Ich würde fragen, warum kann ich den nicht normen? Erster Satz. Sein kann sein Deck nicht. Sehr gut, sehr gut. Da hat sich jemand informiert, wie sein Deck geht. Okay. Nico, ich glaube, es wird ein leichtes. Oh mein Gott, die haben so eine easy Search-Karte. Ja, easy. Das sieht ja fast schon aus wie eine Anime-Karte, so simpel ist die. But. Kleiner Goblin. Ja, viel wird hier nicht kommen, ich sag's gleich. Okay, was kann der? Kann man mal ein bisschen rumprobieren. Ich mag die Artwork, die Zauberkarten-Artworks von dem Deck, die sind cool. Und die sind echt cool. Schon, ich mag die Maus. Ja, da haben wir einen Ofen und so. Ja. Ja, eigentlich schon. Oh Gott, im Friedhof kann doch eh keiner was. Oh mein Gott, sein Körper ist eine Kamera! Oh, Tatsache. Und der Arm eine Gabel. Ja. und die Beine sind so Tacker-Dinger. Ach, der Golem, natürlich. Den Golem.
Die haben. Ende. Das war's. Wir sind dran. Wait, what? Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Gesagt, ich hab das Deck cool ausgewählt, was zum Namen von meinem Deck passt. OTK, OTK, okay, gut, das ist irgendwas mit Schrott, wird es. Ah. Schrottiger, was hat's da, Zweitbuchstaben? Antrieb, antiker Antrieb. Ja, schrottiger Antrieb. Schrottiger Antrieb. Antiker Schrott. Antiker Schrott! Oh mein Gott, was? Oh, was ist das gut denn? Oh, was ist cool? Oh mein Gott, ich hab Angst vor der Grashüpfer-Kombo. 1000 Schaden, was soll das? Da ist ein Watt. Was zum Teufel? Ah, du musst dich verbannen. Die Wortspiele mit Watt sind unendlich. Oh du, ich spiele das Deck im Real Life. Ich habe schon so viel davon gehört. Ne? Das wird halt nicht lustiger. Das ist es. Was war dein Lieblingsspruch davon? Gar keiner. Oh Gott. Boah, ich sag es jedes Mal. Jedes Mal. Also es ist völlig lieb. Es wird Scheiß für den Djinn. Den Pfff-Sider. Boah. Das ist genius. Ich spiele das Deck ja natürlich nicht so, ich muss das natürlich mit dem Ritualdeck spielen, also wenn ich die Karte ziehe, dann könnte es cool werden. Was? Was war dein zweiter Buchstabe? H. H. Herold. Ja. Mein Deck heißt Jared. Oh Gott. Okay, das Problem ist, wenn ich das Monster nicht rausbekomme, kann ich halt nichts machen. Wenn ich es rausbekomme, habe ich safe gewonnen. Oh mein Gott, BES. BES, was für ein Scheiß-Thema. Warte, was kann der? Für Opponent controls one. You can special summon this card. You can. Die neueste Karte von den Girls. Das on this card. Was kannst du? Er kriegt drei Counter und geht das mal, wenn er angreift. Lol. Okay. Ja! Ich bin dran. Dann normal ich halt den. Oh. Nee, warum das ist. Achso, weil du den specialen konntest. Wow. Ja, aber das Problem ist. Ja, der bringt dir nichts. Also, Christian, ich brauche entweder mein Monster oder ich kann nichts machen. Ne? Ich hoffe einfach mal, du kannst. Du brauchst ein Monster. Ja, ich habe die Zauberkarte habe ich schon. Ich habe ja zwei verschiedene Heroes, aber die brauchen jeweils unterschiedliche Zauberkarten. Nice, freies Feld. Okay, es war echt ein sehr freifältiges Spiel bisher. Ich sehe schon, wir haben alle eher so Decks, die langsam ins Rollen kommen. Das kommt mir sehr entgegen. Ich glaube, Wiebke war auch mit ihrem Watt. Ja, das ist auch. Ja. Find's cool, dass Nico BES spielt. Endlich mein B-Deck weg. Ja, das stimmt. Ja. Oh, wenn du jetzt wieder die Karte gewonnen hast. Oh, shit. Na gut, das war jetzt nicht silbrig. Tolle ist, ich habe halt nicht mein Deck, wo ein extra Deck haben kann. Ach mein. Moment. 1000 Schaden! Lass mich überlegen. Nein! Ich habe einen Dreier-Tune. Das tut uns Friedhof. Aber weh. Aber mach erst die 1000 Schaden. Ja, ja. Das ist fast ein bisschen halt weniger als ein 15 0. teurer wenig Lebenspunkte. Ach nee, lass mal so. Wenn der geht, habe ich noch ein Monster mehr. In dein Gesicht. Easy. Das ist echt ne. Ah, das tat so weh. Oh nein. Oh, Nico ist dran. Dieses Duell wird so fantastisch, weil keiner von uns zuerst ein Monster rausbekommt. Das ist halt echt witzig. Aber dafür ist BES ja ziemlich gut. Das stimmt. Wenn du noch die Zauberkarte hast, könnte das problematisch werden. Was? Aha, Nico ist ein Glück. Zweites Deck. Antiker Schrott. Ich hätte einen von den zwei antiken Antriebsmonster vernommen und Zombie vorhin wegfusioniert. Da hättest du auch das theoretisch können. Das Link-Monster machen können, genau. Nee, ist nicht TCG. Ach ja, stimmt, wir haben ja nur mit TCG-Karten. Leider. Stimmt. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob ich es nicht spielen soll, aber trotzdem ist Antiker Schrott cooler Name. Das stimmt. Gut, mit Cyberengel hätte ich rechnen können. Und der Schrottlink muss ja schon TCG. Ach Quatsch, wie das denn nur? Stimmt, das ist ja schon TCG. Oh, Cyber. Ja, das ist voll nervig. Web Engine, fertig. Ja, Engine in meinem Deck ist, ja, 20 Karten halt. Wie bewerten unsere Decks-Missions sollen? Ich habe jetzt ein Deck extra weg, weil es richtig gut mit Ritualzeug ist. Da lacht sie nur. Oh, ich hoffe, wir machen noch ein Rematch und dann sind wir nicht in einem Team, was Ritual hat. Das wäre nicht so cool. Ja, wobei, ich habe auch Ritual-Support bei mir dabei. Wieso, was ist denn dein zweites Deck? Ich hab die. Meine Soundeffekte. Beasten Mantra-Wichtel. Echt, du hast Mantra-Wichtel?
Ja, damit es wegfällt, damit niemand es irgendwie mäht. Sagt ihr das denn jetzt alle eigentlich schon? Warum nicht? Au. Was irgendwie das ist dämlich ist. Das ist tatsächlich eine gute Frage, warum sagen wir das? Ich weiß nicht. Bennett, was ist dein zweites Deck? Wisst ihr auch schon. Außerdem hat Christian bei mir geraten. Ich hab's nicht gesagt, er hat's geraten. Ja, aber trotzdem hätte ich's nicht gesagt. Ja, okay, stimmt. Ja, okay, dann machen wir dieses Mal wieder nicht. Ihr wart ja, oh, ich piep's raus. Putz. Schön. Was tust du jetzt? Nicht aus der Zeit. Das heißt, das Rematch ist in jedem Fall gut für mich, weil ihr beide Ritualsachen habt. Oh, das ist gut. Wir machen aber kein Rematch fertig. Ich hätte gerne überhaupt erstmal eine Ritualsache, die ich hier machen kann. Ja, same. Los, rast du aus? Ja, klar, oder hier Quash noch ein fetter Djinn. Hallo, fetter Djinn. Egal, tausch einfach die Monster, das passt schon. Ja, ich renne sie ja hat nicht rein. Mehr so viel. Kann ich muss sie nur vom Friedhof retten. Mit Fiesbill kann sie ja schützen, oder? Ja, ja, da war was. Fuck. Zu spät gemerkt. Ja, immerhin ist weg. Okay. Voll schade, ich musste. Es sind so eine Verteidigung drin. Achso, das hast du gerade genommen. Ah, ja. Das ist super. Oh, mein dicker Schrott. Haha. Ja. Haha. Bei mir sind. Immer sind bei dir nicht alle Monster fett. Also bei mir auch nicht. Bei mir. Es sind Maschinen, die Pew-Pew-Laser haben. Pew-Pew-Laser. Ja. Wie heißt dein Deck eigentlich, Schatz? Cyber-Watt? Nein, Watt-Engel. Okay, das ist auch nicht schlecht. Cyber-Watt? Und Nikos Deck heißt Mantra-S? Nein. B-E-S. Test Mantra-Wichtel. Kann nichts tun. Bestes Mantra-Wichtel. Was? Du Bricks? Nur Golems? Nein. Ja, aber zwei Scrap-Golem. Nicht antike Anzeige. Ich will schön, dass beide Golems haben. Nein, nicht die Kobra. Oh nee, alles nur nicht genau die. Die Kobra, die kann direkt angreifen. Mensch, nein. Gut, dass sie das kann. Das oh shit. Deswegen habe ich nichts gesetzt, weil das bringt ja nichts. Richtig, weil du meine Monster können ja eh angreifen, ist völlig egal. Hast du eigentlich auch die Handwrap dabei, die Watt-Handwrap? Die nicht zum Watt-Thema gehört, aber Watt im Namen hat. Nein, habe ich nicht. Hast du schade. Die, welche von den Zauberfeinkarten von Watt hast du gespielt, wenn du. Sag ich dir nicht. Watt für eine hast du denn gespielt? Oh, wieso ziehe ich das Monster nicht? Ja, wieso ziehe ich kein Ritualmonster oder Ritualzauber? Los, Fetti, fett. Du kommst in die Superdesign. Der ist halt so fett. Oh Mensch, das ist nicht nett, Leute. Ja, aber die sind alle so fett. Der ist fast so fett wie ich. Du spielst quasi trotzdem ein 60-Karten-Deck. Nico, du bist nicht fett. Die einfach alle so fett sind. Ja. Ich kann halt nur Normal and Pass. Aha. Die sind so dick, das sollte als zwei Normal Summons zählen. Stimmt. Oh, das ist klasse. Oh ja, tschüss, Curse Enchanter. Fett Sau einfach. Weiß ja, dass es gemeint ist. Oh, Mensch. Aber wenn ich einen beschwören kann, die haben dann alle Bonus-Effekte. Ich sag's euch, das wird klasse. Mhm, wir freuen uns drauf. Wenn ich jetzt das richtige ziehe, habe ich gewonnen. Kappa. Glaubst du das wirklich? Ja, wirklich, mit der Antike Antriebsfusion. Aha. Oh, jetzt kommt echt der Spot-Recycler. Nee. Der Mindreader, den kenne ich gar nicht. Der hat einfach einen Föhn und eine Duschhaube. Das ist doch cool, Atmos wenn man geil. Keine Föhne, Föhne. Föhne. Töni. Ja, aber es ist mein bestes Monster gesucht. Und du bist dran. Wow. Hat ihn nicht. Nee, kein Piercing Damage. Was kann der denn? Ja, nix. Geil. Nicht die Giraffe. Kann direkt angreifen. Oh. Ja, dann haben wir verloren. Richtig, die Badgras-Giraffe kann nee, direkt angreifen. Nein. Ja, nee. Wenn sie vor dem 3000er das verdeckte Viech angreift, was fair wäre. Ja, seid mal fair. Komm, seid fair. Wow. Bin ich fair. Dann komm, gebt uns eine Runde, eine Runde. Vielleicht habe ich ja den Top-Deck und ziehe jetzt die Karte. Also, jeden von uns eine Runde, ist auch klar. Ja, genau, jeden von uns. Oh, sie kein Ehrenmann, wirklich nicht. Bin ja auch eine Frau. Außerdem habe ich Engel hier und die wollen halt, Warte auf unser SCD-Duell. Geben sie jetzt in die nächste Runde. Okay, wer ist in der zweiten Runde im Team?
intim wup. Miteinander. Wup, wup, wup. Ich habe irgendwo gelesen, dass es interessant wäre, wenn du zuerst von einem Team den ersten auslost und dann vom zweiten Team den zweiten auslost. Sonst weiß man noch zwei und drehen schon das erste Team. Das ist wirklich interessanter. Team, du hast recht. Okay, im ersten Team ist Bennett. Ersten vom zweiten den zweiten. Das heißt, vom zweiten darf jetzt eigentlich, ja, ist Wiebke. Aber beim Rematch ist das irgendwie dumm. Das heißt, ich muss jetzt Nico nehmen. Ist eigentlich egal, was jetzt rauskommt. Ich nehme Nico in jedem Fall. Nein, okay. Ich drehe weiter. Christian darf nicht. Christian war schon. Okay. Yeah, Mensch, Nico, hey. Hi. Wartet. Ich weiß nicht, wer mein Teampartner ist. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich dreh nochmal hier. Sieht schön aus. Wundervoll. Vor allem, weil das Rad schwarz ist und der wohl auch schwarz. What? Alter. Oh, wie konnte das denn passieren? Bis gleich. Nächste Runde. Juhu. Rematch. Die erste Runde ging nur 10 Minuten. Das kann nicht wahr sein. Das ist halt echt krass. Okay. Wenn die Runde auch nur 10 Minuten geht, können wir das die letzte Konstellation noch machen. Das wäre eigentlich krass. Haben wir das nicht sogar einmal schon mal gemacht? Ja, weil die Runden alle so schnell gingen. Bei welchen waren das? Boah, das weiß ich nicht mehr. Der Zug von Nico war ziemlich broken. Ja. Muss gut auf 2-4 Beats, die draußen. Das ist gar nichts kann. Das ist echt übel. Aha. Ich find's cool, dass BES jetzt einfach mal dabei ist. Das ist super. Das Deck ist furchtbar. Ein pures Deck ist unmöglich zu spielen. Das tut so wenig. Es hat Beatsticks. Braucht noch mehr Support. Wäre an sich ein cooles Deck. Linkmonster bitte. Juhu, ich komme nicht über dieses große Monster weg. Aber das ist egal, weil meine Giraffe, die kann nämlich greifen. Direkt angreifen und alles, was im nichts zu passiert, ist erstmal egal. Bei mir kann nur das Greifen an. Die kann nämlich greifen. Die hat Reifen. Sie gar nicht, sie hat Hufe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es ist Rittes Time. Nick, leg mir keine Gates hin. Ey, ich kann dein BS-Ding nehmen, Nico. Ja, darfst du. Nee, ja, warte, warum kann ich für den nehmen? Oh, jetzt wird mir alles eine Gate, wenn ich dran bin. Warum darf ich den hier nicht nehmen? Sie ist eine Giraffe. Und macht Giraffensachen. Ist eine Giraffe und kein Affe. Darf ich den hier nicht beschwören? Warte, muss die Stufe vielleicht genau passen? Vielleicht ist er auch ein Giraffenaffe. Wahrscheinlich. 12 or more. Warum darf ich dann das kleine Stufe 1 dann nicht nehmen, was ich habe? Weil du es nicht kannst. Weil du einfach schlecht bist. Ja, ich muss den nehmen. Kacke. Du hast halt keine Ahnung. Okay. Hat der? Warte, was? Okay. Das ist der richtige Soundeffekt, wenn man ein episches Monster beschwört. Weil ich muss den richtigen nehmen. Die haben beide eine Karte, die jeweils für den einen gemacht ist. Mhm. Okay. Der zweite Punkt. Und den konnte ich nicht nehmen, warum auch immer. Darfst du nicht angreifen. Doch. Weil das ist der Herold der Ultimativheit. Ja, aber die hat Hörnchen. Ja, er hat Flügelchen. Die Peaks. Richtig. Okay. Darfst du nicht einfach angreifen. Drehen dann gleich in Diff. Mhm. Mhm. Ich habe auch ein paar schöne extra der Karten, da kann ich der auch nicht. Wenn Nico dran ist, kann er mit dem Ritualmonster nichts machen. Weil er keine Fellmonster in der Hand hat. Deswegen warte ich erstmal. Dreht einfach in Def, Nico, damit er liegen bleibt. Egal, Wiebke kann trotzdem einfach loswerden. Ganz easy mit Watt. Zelos! Richtig. Oder mit Cyberm. Wäre auch ganz cool. Wohl er. Oder mit. Da ist dein Herold. Die BS sind hoffentlich keine Feen. Den wirst du nicht tributieren, den drehst du schön in Def und lässt ihn sein. Dann tributierst du ihn. Okay. Du kannst ihn ruhig tributieren, Nico, das kann ich. Du kannst das andere Ding da tributieren, was ich nicht benutzen konnte. Zwei haben ich gegen eine schon, also. Tributieren. Nico, lass Nein, mich den tributierst du nicht, den lässt du liegen. Mach ruhig, ist in Ordnung. Nur, dass du den lässt du liegen, dann machst du etwas anderes. Nico, er beeinflusst dich schon wieder. Merkst du nicht, wie dich manipuliert? Ah, ich kann was Nico, du musst mal selbst denken. Hört auf ihn zu manipulieren! Tränen, der Wisch heißt mir. Wait, du willst das verdeckte Monster loswerden, du weißt es auch. Ja, bin ich. Ach, fuck. Shit. Nee, Nico, das finde ich doof. Das hättest du nicht machen sollen. Das ist nicht so cool. Willst du mal cool der sein? Jetzt 4-Counter. Das war doof. Nee, Nico. Das hast du nicht gut gemacht. Hier, Bennett. Nico, Dankeschön. Jetzt ist vorbei. Ich finde übrigens schön, auf Englisch heißt die Karte Boss Rush und auf Deutsch heißt die Boss-Hetze. Wow. Bist in meine Falle getappt. Nein, nicht der Goblin! Moment, da kann ich zerstört werden. Oh, das ist interessant. Wow, kann wie krieg ich den irgendwie los? Ne. Ist unmöglich. Okay. Ist es ein aktivierter Effekt, Bennett?
Nein. Meiner? Aber jetzt kann man negieren. Ich finde es wunderschön, dass ich so viele Rituale ziehe oder kleine Engel. Kleine Engel. Ich habe alle Incarnations auf der Hand, bis auf die mir die enablen. Hm. Sieht das schon wieder suchen. Das ist ganz cool. Suchst du den Surrender-Button oben links? Ich kann dir zeigen, wo der ist. Nee, der ist im Chat nicht da, du Opfer. Na, was suchst du dir? Oh, ein Hüpfer. Der sieht cool aus. Hüpf, hüpf. Ich würde gerne ein paar von meinen Xyz-Monster beschwören, aber Nico hat so blöde Stufen. Nico ist so blöd, hätte gereicht. Oh, eben, oh Mann, hätte ich den anderen hier nicht weggeschmissen. Jetzt habe ich das andere Ritual. Ja, komm, greifen wir mal an, ne? Ich stirb. Ach. Oder kann ich mit den Zauberkarten irgendwas machen? Lass doch diese arme kleine Kobra in Ruhe. Nein. Ja, das ist eine... Stein. Das ist eine fast ausgestorbene Tierart und du machst sowas. Sieht man Kobra heutzutage nicht ausgestorben. Fette Anzeige. Kobra ist nicht ausgestorben. Eine fette Anzeige, Bennett. So fett wie deine Chin-Viecher. Ja, das ist wahr. Warte, du hast ein extra Deck? Mit ja, 15 Karten, es gibt Bennett. Es gibt doch die ganzen Gin-Karten, musikalische Gin. Und da gibt es doch das Synchro-Haarreit und ein Xyz-Haarreit. Also du hast bestimmt schon wieder völlig falsche Karten reingetan. Ja. Dann nein, die Karten haben alle Gin im Namen. Es gibt sogar Nummer-Monster, das heißt Gin-Buster. Ich glaube, ihm ist das einfach nicht aufgefallen. Nein. Aber das Link-Monster von Hero durfte ich noch nicht benutzen, weil es noch nicht draußen ist. Weil. Nein. Warum kann der nichts? Der kann nur was, wenn er gesucht wird. Nee, nicht der. 2000 Verteidigung. Mein extra Deck. Was willst du machen? Über unseren Beatstick rennen? Nö. Okay. Direkt angreifen. Was? Kann ich jedes Monster so wie deine? Oh. Warum nicht? Niemals. Aber du musst eine Karte werfen. Ja, egal. Ich benutze eh für nichts anderes. Zauber nicht, ey. Ja, wow. Und in Wahrheit tat dir das jetzt richtig weh. Das sehe ich an deinem Blick. Tat vor allem siehst du seinen Blick. Ja. Vor meinem inneren Auge. Wir sind geistig verbunden. Ah, stimmt. Ich kann ja nicht mehr normeln oder so. Was? Warum darfst du nicht normeln? You cannot normal summon aus Z. Wow, ich auch nicht? What the fuck? Was zum Teufel? Boss Rush, Boss Rush, beste Karte, Boss Rush. Aber immerhin kommt dann immer ein neues Monster. Eieiei. Und das kann dann auch irgendwas mal dann irgendwann zerstören. Mhm. Warte, du darfst nicht angreifen, weil du kannst nicht vom Deck specialen. Wie ich jetzt? Ich darf nicht angreifen? Ja. Und darf ich nicht angreifen? Ja, weil dann Boss Rush Special Bill vom Deck. Ja, aber ist doch gut. Ja, aber wenn du dran bist, dann ist ja dein Deck und du hast doch kein BES. Ach so, ja. Ja. Nein! Wenn sie unser BES-Monster entfernt, dann verliert sie die Marke. Ja. Bye. Ach, ich würde sagen, entfernen den Wattversand. Aber ich kann aber nur deinen Harald entfernen. Ah, oh, stimmt, wegen unserer Karte kann sie nicht targeten. Ja, ich kann nur den Harald wegmachen. Ja, das ist auch okay. Boss. Bennett, du musst einfach so cool, dass der weg ist. Hi. Was, da kommen wir? Das muss ich. Hey, ich könnte noch ein Harald machen. Das ist ja cool. Weißt du was, ich drehe jetzt einen Angriff. Ich habe nämlich noch eine Fee auf der anderen, dann kannst du ihn gleich in Death drehen. Okay. Ich habe ja noch eine Gate. Sehr schön. Die hat leider gar kein Ritual, aber ich habe einen Wattfuck. Ich könnte also gleich mein Synchromaster machen. Was soll ich tun? Theoretisch kannst du aber auch. Was könnte ich? Mein Boss Rush dann negaten, damit die Karte zerstört wird. Wobei ich habe eh keine normale Sammel in meinem Deck. Nee, dafür benutze ich das bestimmt nicht. Okay. Ich habe tatsächlich 6 extra Deck-Monster. Ja, die Hydra und die Chimäre. Richtig. Die Chimäre ist gut, die Hydra ist. Meh. Ja, ich habe sie trotzdem mit drin, dann habe ich immerhin 6. Ha! Oh, was ist das? Oh, Scrap Monsters. Okay. Soll ich das negaten oder soll ich es nicht negaten? Ich will es nicht negaten. Warte. Ja, negate es. Wobei. Zu spät.
Ich wollte Negate ist nicht sagen und dann. Du hast gesagt Negate ist. Ja, nee, weil wenn wir was negaten, wird es ja zerstört und dadurch darf er wieder von Deck specialen, was ihm mehr bringt. Nico, du denkst zu viel zu dieser späten Stunde. Ja, weil der Zauberkarte ist. Es ist früh am Morgen. Oh shit. Es ist nicht früh am Morgen. Für mich schon. Wo sind meine ganzen fetten Gins, wenn ich sie brauche? Oh Gott. Oh fuck, wer bist du? Den gibt's ja auch. Nee, nicht mal Harald, der ist so perfekt und ultimativ. Sehr gut. Das machst du sehr gut. Ja. Danke. Der ultimativ halt. Nein. Nicht die ultimativ halt. Das ist die coolste Halt, die es gibt. War wunderschön. Bin begeistert. Das ist Zucker in meinen Ohren. Zucker in meinen Ohren. Moment, ich hab echt Zucker in meinen Ohren. Was? Nee, hab ich nicht. Was? Nicht Pfeffer? Ich hab vorzugesagt. Salz. Ja, BES. Regel. Jawohl. Jetzt hab ich den Kanone-Core. Also ich hab mal Mehl in meinen Ohren. Mit was spielt man BES eigentlich normal? Warum nicht? Gar nichts. Keine Ahnung, was gar BES normal ist. Ja. Mit Cosmo, weil es ähnlich aussieht, cool. Vielleicht. Cosmo. Nico, das finde ich kacke, was du da machst, ne? Nico macht einfach nur Raumschiff. Nico ist heute sehr kritisch mit Nico. Ja. Ich finde es gemein, mein ehemaliger Teampartner hintergeht mich. Verfluchte. Ich find's gerade so witzig, dass einfach von diesen 8 Decks, die hier im Spiel sind, gerade BES das stärkste ist. Ja. Obwohl letztes Game haben meine. Ja, gut, da haben die Cyber-Ecke geregelt, aber du kannst die gerade nicht beschwören. Ja, und was, also eigentlich beides: die Giraffe und mein Vrash. So, Wiebke, du musst jetzt dein Viech loswerden. Ja. Ja, warte. Ganz dringend. Hier ist es auch, oder? Och Gott. Darf der noch angreifen? Nee, das nicht, das ist in Ordnung. Das ist in der Endphase. Achso. Ich finde, das Deck macht schon. Darf man in der Endphase angreifen, Bennett? Ja, ich dachte, er ist nur in der Battleface. So, 6 Handkarten. Mach was mit deinen 6 Handkarten. Das alles Rituale. Ja, auch. Konntest du die Falle nicht aktivieren? Also, ich habe alle Incarnations auf der Hand bis auf das. Ab. Du bist gerade ein bisschen abgehakt. Bist du noch da? Tschüss. Ja. Okay, hi. Ich darf nicht Norman! Du hättest ja Monster abwerfen müssen. Ich glaub, na, du warst doch jetzt dran, wie Nico dran war. Nee, da hätte. Also ich konnte es nicht aktivieren, wahrscheinlich hättest. Oh. Stirb. Hüpfer. Scheiß Nico! Was? Nico, das ist nicht witzig. Ich bin super. Lass uns lachen, nicht. Nee, oder? Easy, wir schaffen das dritte Match noch. Jawohl. Okay. Kann ich noch einen Teampartner in den Dreck ziehen und in den Untergang? Genau.